Nochmal auf die Galoppi hoch. Wie hast du die Augen, Kind? Der Meister sitzt zusammengesunken auf einem Stuhl und blickt sich im Raum um, während sie sich die Schulter hält. Sieht aus, als hätte ihr der Geigen den Arm ausgekugelt. Verfluchte, rot bemalte Paviane wühlen gegen meinen Kleiderschrank durch, als würde ich alte, wertvolle Geheimnisse in meinen Unterhosen aufbewahren. Sie holt tief Luft und schiebt sich mit einem Dreh, einem Knacken und einem Schmerzensschrei die Schulter wieder ins Gelenk. Ich schwöre bei den Sieben, wenn wir nicht Wichtigeres zu tun hätten. Sie greift über den Tisch, zieht eine Schale mit heißem Wasser zu sich, fischt Verbände, Nadeln und Faden aus einer Kiste. Bedächtig versorgt sie ihre Wunden. Wenigstens haben die Barbaren es nicht geschafft, sich in meine Katakomben zu prügeln. Also müsste alles, was ihr braucht, intakt sein. Fragen, was genau das ist, was du brauchst. In eurem Fall vermutlich mehr als euer Mensch, Gott oder selbst Reptil bieten könnte. Egal, wir müssen weitermachen. Es reicht nicht aus, Gott erweckt zu sein, um zur Göttlichkeit aufzusteigen. Es gibt einen Prozess. Beim Sprechen entkorkt der Meister eine Fiole mit einer schimmernden Flüssigkeit, Quellenenergie. Sie lässt einige Tropfen auf ihre Handflächen fallen, aber statt einzusinken, verdampfen sie rasch von den Schuppen. Sie starrt eine Weile auf ihre leere Handfläche, dann wendet sie sich ihr wieder zu und macht weiter, als wäre nichts geschehen. Ein Prozess, durch den ein Gotterweckter aufsteigen kann. Er beginnt damit, sein tiefstes Selbst zu entdecken, mit dem Eintauchen in die eigene Seele. Nicken, was musst du tun? Wir fangen an, sobald wir das Werkzeug aus meinen Katakomben geholt haben. Ihr mögt auserwählt sein, Gotterweckter, aber es braucht mehr als ein übernatürliches Tätscheln eures Scheitels, damit ihr göttlich werdet. Kommt, Gotterweckter, Zeit herauszufinden, wie erweckt ihr wirklich seid. Hä? Oder sein wieder? Wieder? Also, geht nirgendwo, wo wir hin sollen. Vielleicht wieder so eine Bodenlücke hier aufgetaucht. Okay. Geschichten von den sieben Göttern. Schriftrolle der Büro der Fäulnis. Oh ja. Es sind immer tolle Gäste, ne? Wenn sie einen lernen. Erstmal alles looten, ne? Richtig. Eine Landschaft. Also nie, wenn ich dich besuchen komme, ne? Du weißt Bescheid. Geh dann erstmal auf Loot-Kurs. Schatz, du hast dein Bild vergessen, hinter war ein Schalter. Nee, ich hatte jetzt keine Bilder mitgenommen, weil ich nicht wusste, wann wir verkaufen können. Ich sonst wieder überladen bin, deswegen. Ich hab's jetzt mitgenommen, dahinter war ein Knopf. Ja, dann drück mal das Knöpfchen. Okay. Yay, yeah, es geht runter. In die Bodenbretter ist eine Steintür eingelassen. Einige eingemeißelte Wirbel umrammelten. Umrahmen eine zarte Drehscheibe. Die metallene Drehscheibe scheint dir im schwachen Licht zuzublinzeln.
Okay, die Tresorkombination eingeben, die der Meister ansagt. Du gibst in aller Ruhe die Kombination ein. Das metallische Klacken der Zuhaltungen teilt dir mit, dass du den Code korrekt eingegeben hast. Ach Mann. Alles. Ja, voll. Danke, Schatz. Bitte. Komm mal, hier kannst du deine Quellmagie wieder aufhören. So. Come speak to me when you wish to proceed. And try not to break anything in the meantime. Hörst du selten. Ja, gut. Werde ich nicht. So, jo, alles, ne? Das ist nichts Neues, Schatz. Trolle des Kettenblitz. Abhandlung zur Menschheit? Ach du Schande. Menschheit wird untergehen. Daran ist sie selber schuld. Oh ja. Das ist nichts Neues. Okay, nichts Besonderes. Gut, dann sprechen wir so mal an. Der Meister untersucht ihre Wunden, tippt auf die eine, stöhnt über die andere, ihr Gesicht ist grimmig, als sie sich an dich wendet. Wisst ihr, was es bedeutet, die Macht des Göttlichen zu haben, Gott Erweckter? Sagen, dass es bedeutet, alles tun zu können, was man will, dass es total Verantwortung für andere bedeutet, dass es die Macht bedeutet, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ach, nehmen wir mal Nummer 2. Ganz recht. Oh, ich habe aufgepasst. Echt? Ausnahmsweise mal? Ja. Okay. Göttlichkeit anzunehmen bedeutet, Verantwortung für die Leben aller Personen und Tiere in ganz Rivellon zu übernehmen. Wenn ich jetzt was anderes genommen hätte, hätte sie dann auch gesagt, das ist richtig? Keine Ahnung. Mit der Göttlichkeit steht euch die Macht aller 7 Götter zugebot. Ihr könnt jede Wunde heilen, Inseln aus dem Meer steigen lassen, jedes Unrecht korrigieren. Ach, das kann ich auch so, dafür brauche ich keine 7. Aber macht euch klar, dass der Göttliche nur eine Pflicht hat, die Welt vor der Leere zu beschützen. Der Göttliche kann seine Macht nicht für etwas anderes einsetzen. Eine Hand heben, gewiss kannst du etwas Macht für dich selbst brauchen. Nicken, du verstehst? Nicken, doch bereit daran denken, was du mit solcher Macht tun könntest. Boah, ich verstehe es. Very well, then. Also schön, dann wollen wir mal sehen, ob wir der Leere die Göttlichkeit aus den Fängen reißen können. Das Ritual selbst ist ganz einfach. Etwas Schwarzwurzel in die Schale geben, etwas Blut beimengen, das Gemisch in Brand setzen und den Rauch einatmen. Alle Gefühle von Schwindel, brennenden Bronchien und dem schrecklichen Eindruck existenzieller Bedrohung ignorieren. Alles ganz normal, auch wenn du unterwegs ein bisschen Quellenenergie opfern musst. Alles, was ihr braucht, ist hier. Die Zutaten im Schrank, die Quellenenergie im leuchtenden Brunnen, das Ritual im Folianten, im Regal, sogar eine Schriftrolle des Feuers. Der Meister betrachtet ihre Wunden und fühlt sich neugierig, als frisches Blut hervorquillt und ihre Klauen befleckt. Anmerken, dass ihre Schnittwunde ziemlich übel aussieht, sagen, dass du sofort anfängst, einen Augenblick innehalten, die fragen, ob sie dem Ritual ja beigewohnt hat. Je beigewohnt hat. Schnittwunde. Ziemlich.
Aber von einem leeren Erwachten in Stücke gerissen zu werden, wäre noch lästiger. Also wenn es euch nichts ausmacht. Meisterin bedeutet, fahre ich auf den Zutatenschrank. Sagen, dass du sofort anfängst. Und verliert nichts. Diese Zutaten sind wirklich selten. Ich wandere nicht zurück zum Klosterwald, um euch mehr Schwarzwurzel zu sammeln. Reichen Sie Widerstand? Sammle die Zutaten für die für das gotterweckten Ritual. Die Anweisungen des Meisters für das Ritual sind sehr spezifisch. Wir müssen unbedingt sämtliche erforderten Zutaten bereithalten. War das nicht schon alles eingesammelt? Na, ich habe Schwarzwurzel, Obsidiansplitter und alte Schale an dich und schiebst die Schranktür mit dem Fuß zu. Soll ich damit die nochmal quatschen? Glaube, du musst damit an den Erd oder Ofen oder so. Ich glaube, du musst das kombinieren. Ja, die Schwarzwurzel und Schwarzwurz und? Ja, und da muss eigentlich noch dein Blut rein mit dem Messer. Vielleicht. Nimm mal das Messer raus. Und jetzt musstest du vielleicht nochmal ins normale Inventar gehen. Und das Messer mit Rechtsklick verwenden. Jetzt ist es blutig. Ja, und jetzt musst du das Messer noch in die Schwarzwurzel mit reinmachen. Weil so ist das Rezept. Mhm. Und jetzt müssen wir das noch anzünden. Ruhig da abstellen. Ja, und Feuer haben wir ja wohl genug Zauber, ha? Nee. Pass auf, magischer Trick. Ich drehe. Oder so. Und jetzt reingehen und tief einatmen. Schön inhalieren, bis in die Kimme. Mhm. Du atmest den Rauch tief ein und deine Sicht verschwimmt. Du spürst ein heftiges Hämmern im Kopf und die Welt verschwindet. Den Rauch in der Lunge halten und das Hämmern im Schädel ignorieren. Schnell ausatmen, husten und den Rauch ausspucken. Nein, ich nehme eins. Als die Welt verblasst, spürst du den Boden nicht mehr. Du greifst nach einem Halt und spürst doch, wie du langsam in die Tiefen deiner eigenen Seele fällst. Ach du Scheiße. Oh Mann, das ist hier doch leerer als gedacht. Ja, das ist jetzt halt wieder was wir alleine machen müssen, jeder. Das Problem ist, ja, diese dämliche Gockel und das andere Vieh ist auch da. Die sind auch in meiner Seele. Was für eine Scheiße hier. Ja, die sind sehr anhänglich. Ich kann meiner eigenen Seele nichts looten. Niki, ich bin lootlos. Oh. Oh, was für eine Scheiße. Oh, ich selbst. Na super. Im Halbdunkeln dieses sternlosen Ödlands entdeckst du eine Gestalt, die du nur als ein zweites Ich beschreiben kannst. Es wirkt hager und schwach und seine Stimme ist ein kraftloses Echo deiner eigenen. Kommt näher, damit ihr mich sehen könnt, wie ich wirklich bin. Näher herantreten, an Ort und Stelle bleiben, fragen, mit wem du sprichst. Genau, ich frage mal, mit wem ich spreche. Ihr werdet sehen, wenn ihr mir in die Augen blickt. Schau mir in die Augen. Die Erscheinung nimmt dein Gesicht in ihre zitternden Hände. Plötzlich spürst du ein Kribbeln in den Augen. Alles wird heller und schärfer. Schwarz und Weiß werden prächtige Farbexplosionen, ehe sie wieder zu ihrem üblichen Spektrum verblassen. Blind eyes shine brightly. Blinde Augen strahlend hell. Du hast Geistersicht erlernt. Wirke diesen Zauber regelmäßig, um die verborgene Welt der Geister zu erblicken, welche noch im Reich der Sterblichen verweilen. Jetzt kannst du wirklich tote Geister sehen. Ich kann tote Menschen sehen. Ja. Alter.
es wirken? War mir klar. Ach nee, nicht der schon wieder. Before you stands the god Duna in all his spectral glory. Weiß, warum Götter immer so leuchtend hell sind und einblenden. Warum? Weil sie hässlich sind. Oh, wir sind hässlich? Nein. Aber wir sind doch auch Götter. Wir sind Götter. Das sind doch keine Götter. Ja, stimmt. Das sind niedere. Richtig. Wir müssen halt strahlend hell funkeln, damit da überhaupt was rauskommt. Mhm. Dein seltsames Spiegelbild, ich, ist verschwunden. Vor dir steht der Gott Duna in all seiner geisterhaften Herrlichkeit. Ja, siehst du? Geisterhaften. Irgendwas doch schon. Ihr kennt mich, nicht wahr? Ich habe euch vor dem Eiertrinken gerettet. Ich habe euch gesegnet, eure Macht verliebt. Und nun suche ich im Gegenzug selbst etwas Macht. Euer Gott erweckte Seele ist in meine letzte Zuflucht, meine letzte Bastion. Da kann ich genauso gut ausnutzen, was ihr anzubieten habt. Duna nähert sich am Überfluss der Quellenenergie, die deine Nähe mit sich bringt. Du spürst es. Tief in deinem Inneren. Wenn ich mal den Finger aus dem Po nehme, du Arsch. Weißt du, die sind da? Hundertprozentig. Oh, na, da denk an London. Da muss ich aber meine Augen schließen. Ah, genau, was ich gebraucht habe. Ich sage, den Zusammenhang ist nicht pervers. Ich sage euch, sterben tut einem Gott nicht gut. Sterben, dich besorgt, erkundigen, was mit ihm geschieht. Die Leere selbst ist auf der Jagd nach den Göttern und schröpft uns auf eine Weise, die wir nie für möglich gehalten hätten. Wir werden Tropfen um Tropfen ausgesaugt. Wir kämpfen hier ums blanke Überleben. Es ist ein Kampf, den wir gerade verlieren und sollten. Wir wirklich verlieren, wird alles der Vergessenheit anheimfallen. Sagen, dass du das nicht zulassen wirst, es muss einen Weg geben, ihn noch zu retten. Um uns beide zu retten, um genau zu sein. Ihr müsst einsehen, dass unser Schicksale nun eins sind, genau wie unsere Seelen. Wir sind ich. Oh nein. Gemeinsam, Mensch, ich habe schon so viele in meinem Kopf. Ah, jetzt habe ich noch einen. Wow. Super. Gemeinsam sind wir eine ernstzunehmende Größe, aber wir haben keine Chance, den Ansturm der Leere zu überleben, wenn wir nicht gewaltig mächtiger werden, als wir es bisher sind. Das bedeutet, dass es für uns nur ein Ziel gibt, die Quelle des Aufstiegs. Ihm erwartungsvoll anblicken, der Begriff sagt dir gar nichts. Er ist ein See. Das ist super. Muss ich auch noch baden gehen. Hast du sie nicht mal alle? Ein Becken. Ja, es ist ein Zwerg. Verwunderlich. Ein Becken reiner Quellenergie, in dem sich die Macht der Sieben vereint haben. Oh Mann, dann wird er schwarz. Wir haben sie freiwillig aufgegeben, um den ersten Göttlichen zu erschaffen. Jeder von uns spendete die Hälfte von dem, was uns zu Göttern macht. Wer im See badet, wird unser Auserwählter. Dort führt der Pfad zur Göttlichkeit und ihr müsst ihn um jeden Preis als erstes erreichen. Er soll sich keine Sorgen machen, verlieren ist für dich ein abstrakter Begriff. Menschenskind, das bei dem Spiel muss man so viel lesen, ey. Dabei quatsche ich doch so wenig schon. Die Frage, wieso es so wichtig ist, ausgerechnet du gewinnst, ist es nicht das Ziel der Sieben, dass irgendein neuer Göttlicher aufsteigt? Und nun kommt ihr zum Kern der Sache. Ach du Scheiße. Die Leere ist stärker denn je. Ein neuer Göttlicher wird nicht genug sein. Ihr müsst zum Quell des Aufstiegs, nicht um in die Quellenenergie der Sieben zu baden, sondern um sie zu nehmen, die gesamte. Ja, nur er, der alles für sich beansprucht, wird auch alles sein. Das Verderben der Leere, der Retter der Welt. Über seine Worte nachsehen und antworten, dass ihr den Klang durchaus gefällt, innehalten, um dich zu fragen, was dann aus den anderen Göttern wird. Es ist ganz einfach. Entweder verneigen sie sich vor euch oder werden vernichtet. Götter platt machen. Aber natürlich sagen sie das in diesem Moment auch zu ihrem eigenen Gott erweckten. Wir beide wissen, dass sie sich niemals verneigen werden, genau wie ihr euch niemals vor ihnen verneigen werdet.
Es kann nur einen einzigen Gott geben, der stark genug ist, unsere Welt zu schützen. Eine zu Lasten aller anderen. Also macht keinen Fehler, mein Champion. Der Pfad zur Göttlichkeit ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit Toten Göttern gesäumt. Und ihr Blut klebt an euren mörderischen Händen. Ist ja nichts Neues. Tagtäglich. Mhm. Aber keine Angst, von euren Sünden wird euch das Wissen reinwaschen, dass ihr sie nur zur Rettung unserer aller Existenz begangen habt. Schon verkehrt, wenn man so denkt. Um euer Volk, all die euch nahestehen und ihre Welt zu retten, in der sie leben. Ihm sagen, dass es dich überzeugt hat und fragen, wo der Quell dieses Aufstiegs zu finden ist. Ich an den anderen Völkern erkundigen, was wird aus ihnen. Ach, das ist mir jetzt egal. Ich verspreche euch, dass die Mächte des Sees euch allein gehören und ich werde euch zum See führen, aber jetzt noch nicht. Nicht solange ihr kein wahrer Meister der Quelle seid und die Sprache der Schöpfung selbst sprecht. Vor uns liegt ein Weg voller Gefahren, eine Pilgerreise der Herausforderung. Ach, man kann auch mal eine Pilgerreise machen. Ist es schlimm. Ihr müsst die Quelle beherrschen, wie es nur ein Gotterweckter vermag und ihr mächtigsten Zauber wirken. Die Stirn runzeln, bist du nicht jetzt schon ein Meister der Quelle? Nein, sagen, dass es sicher keinen besseren Lehrer als ihn gibt, wenn du ein Meister der Quelle werden willst. Mann, dann krieg ich mir jemanden in den Arsch. Heiseres Gelächter dröhnt und verhallt bis in alle Unendlichkeit. Ihr schmeichelt mir, mein Auserwählter. Aber wenn ich euch nun geben müsste, hättet ihr schon längst empfangen. Wie sind ich? Ich werde euch die nötigen Zauber lehren, sobald ihr bereit seid. Aber zuerst müsst ihr lernen, die Quellenenergie in größerem Stil zu kanalisieren. Daher müsst ihr Meister der Quelle suchen. Ihr müsst sie dazu bringen, euch zu unterrichten, damit auch ihr zum Meister werdet. Also kehrt nach Rivellon zurück und spürt diese Weisen auf. Überzeugt sie davon, ihren fest verwurzelten Bund mit der Quelle mit euch zu teilen. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr zu mir zurückkehren. Ihm sagen, dass du es tust, was für richtig hältst und mit wem du es für richtig hältst. Du bist nicht seine Schachfigur. Bevor du gehst, willst du wissen, was genau er mit den Augen angestellt hat. Sagen, dass du auch ihn für einen Meister der Quelle gehalten hättest. Ich bin keine Schachfigur. Meine Schachfigur? Nein, mein Champion. Etwas mit dieser Hilfe ihr verstehen werdet, dass für einen Gott nur ein winziger Unterschied zwischen den Lebenden und den Toten besteht. Die Quelle ist, sie ist eine Konstante und weder der Zeit noch der Vergänglichkeit unterworfen. Alles Leben ist die Quelle und in ihr ist es auf ewig. Heute ist schlimmer. Ihr besitzt nun die Wahrnehmung eines Gottes, Augen, die Geister sehen können, die Seelen der Toten, die sich in der Quelle manifestieren. Sprecht die Zauber auf euren Wanderschaften, dann werdet ihr sehen, wo die Toten liegen und verweilen sie auch. Sagen, dass du auch ihn für einen gehalten hättest und so viel mehr, aber ich bin nicht mehr, wer ich einmal war, seit ich an euch gebunden wurde. Ich werde euch lehren, was ich kann, aber das Wissen, das die Dimension eurer Seele erweitern wird, das müsst ihr selbst erjagen. Viel Glück, Champion. Bisseli, au revoir, Tiroli. Ich bin auch schon raus und da hat sie mich gleich angequatscht hier. So, danke. Oh, jetzt kannst du mal lesen. Der Meister starrt dich durchdringend an. Ihre Augen sind müde und verschrammt, doch entschlossen. Noch immer am Leben? Bei den Göttern. Vielleicht steckt ja doch noch etwas in euch. Sie beugt sich vor und ihre blutige Zunge zuckt hungrig vor deinem Gesicht. Rasch, sagt mir, was habt ihr gesehen? Was muss ich wissen? Das Brennen in der Lunge ignorieren und rasch berichten, was geschehen ist. Der Gott, der sich in dir verbirgt, deine neue Macht, die Meister der Quelle. Sie seufzt geduldig, während du die letzten Reste des grünen Rauchs aushustest. Ihr könnt nicht genügend Quellenenergie kanalisieren. Götter verdammt, könnt ihr nicht ein hübsches, handliches Problem haben? Warum seid ihr nicht auf der Suche nach einem Ork, der den Hornpfeifentanz beherrscht? Sie überrascht ansehen, sie weiß nicht, was du als nächstes tun musst?
Ich weiß genau, was zu tun ist. Ihr müsst einen Meister der Quelle finden. Ich hätte euch einst helfen können, doch heute nicht mehr. Die Läuterung, die in der Dienstleistung der Magister mit enthalten war, war äußerst wirkungsvoll. Sie haben mich meiner Quelle beraubt. Nicht genug, um mich zum Schweigen zu bringen, aber genug, dass ich ihr Inneres nicht in Muß verwandeln würde. Genug, um meine Verbindung zum Ursprung der Quelle zu kappen. Und sicherlich genug, um euch nicht zu trainieren. Wir müssen also Alternativen suchen. Leider sind die einzigen Meister der Quelle, die noch nicht zur Freudenfeste geschafft oder in Fleischsuppe verwandelt wurden, zu gefährlich oder zu verschlagen, als dass die Magister ihnen gewachsen wären. Quellenmagier, die ihrer Macht gestattet haben, sich zu korrumpieren, sind böse, grausam, verschlagen und allgemein nicht als Tutoren geeignet, aber wir haben womöglich keinen anderen. Moment. Fragen, ob sie dir gerade tatsächlich sagt, dass du dich vom bösen Quellenmagiern ausbilden lassen musst. Ihr werdet nicht lange dort sein, das versichere ich euch. Was man von Wahnsinnigen lernen kann, ist begrenzt. Es ist jedoch der Weg, den wir beschreiten. Koste es, was es wolle, was immer noch euch verlangt wird. Der Meister krümmt sich in einem heftigen Hustenanfall und ringt nach Atem. Nach einigen Augenblicken erlangt sie ihre Fassung wieder und wischt sich einen Blutfleck aus dem Mundwinkel. Was immer von euch verlangt wird, ihr müsst von ihnen lernen. Du kannst die Sorge in deinem Gesicht nicht verbergen. Sie sieht gar nicht gut aus. Fragen, wo du diese Meister finden kannst? Laut überlegen, wie schwer es sein kann, einen bösen Quellenmagier zu finden. Meister Siva in Frage stellen. Ist sie sicher, dass das der einzige Weg ist? Ja, fragen, wo ich die Meister finde. Die Magister führen Buch über alle bekannten Quellenmagier, vor allem über die Mächtigen, die noch frei herumlaufen. Sie wären eine unschätzbare Ressource. Aber gebt Acht, nicht geschnappt zu werden. Ich war eine Weile zu Gast bei ihnen und glaubt mir, der Galgen war noch der angenehmste Teil des Ganzen. Und wenn ihre Unterkünfte sich als genauso leer erweisen wie ihre Schädel, haltet einfach die Ohren auf. In dieser Gegend könnten sich immer noch mächtige Quellenmagier verstecken. Während sie spricht, reißt eine ihrer Wunden auf und auf ihrem Hemd breitet sich ein dunkler roter Fleck aus. Sie zischt frustrierend und beginnt, den Schnitt zu verbinden. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, aber in diesem Zustand wäre ich eher Ballast als nützlich. Alles Gute und denk daran, tut alles, was nötig ist. Sagen, dass du so schnell wie möglich zurückkommst. Okay. Man hat ja sonst nichts zu tun. Nö. Da steht ein Geist. Ach, was jetzt du schon wieder von mir? What are you looking at? Quercus, was schaut ihr so? Herrje, jetzt hört doch auf, den Schild anzuklotzen. Ihr solltet solche Riesen Reisen ins Steinreich doch langsam gewohnt sein. Die Eiche kommt immer näher. Ich habe ein paar Wälzer gelesen, die ich diese schrullige alte Echse habe tragen sehen. Wirklich faszinierend, aber nichts, das uns dabei helfen könnte, den finsteren Plan der Ritter von Kobel zu vereiteln. Ein Krieger und ein Gelehrter gestehen, dass du von seinen vielen Talenten schwer beeindruckt bist. Unser gigantischer Freund ist aber leicht zu beeindrucken. Wartet nur, bis er herausfindet, dass ich ein Ritter, ein Gelehrter und ein Zauberer bin, der in der Lage ist, die Welt zu retten. Nein, natürlich weiß er das schon, Quercus. Ja, mir ist klar, dass er darauf unsere Partnerschaft aufbaut. Nein, ich habe ganz und gar nicht den Drang, das Kompliment zu erwidern. Unser Schild hat mir schon mehrfach das Leben gerettet. Da brauche ich wohl kaum jedes Mal vor ihm Männchen zu machen und mich zu bedanken. Er weiß bestimmt auch so, dass ich ihm dafür dankbar bin.
Würdet ihr bitte einmal damit aufhören, euren langweiligen Lieblingskratzbaum anzuglotzen? Wir müssen die Welt retten. Ach, nicht schlecht. Ja, dann gehen wir mal wieder. Willst du nicht mit dem Geist hier reden? Welchem Geist? Oh, da. Die Ecke habe ich gar nicht geguckt. Geist der Schülerin. Der Geist einer eleganten Elfenfrau erscheint vor dir und wirkt überrascht. Ihr könnt mich sehen? Ein Gotterwächter in meiner Gegenwart? Welche Ehre. Fragen, wer sie ist. Ich bin die Schülerin des Meisters. Sie leitet mich an, aber ich lerne nicht. Ich habe Geschichten gehört über das Ritual und über das, was danach kommt. Was für Wunder, was für unglaubliche Kräfte. Ich habe beschlossen, selbst danach zu streben. Der Meister sagt, dass das nicht geschehen kann, dass ich nicht Gott erweckt bin. Aber in meinem Herzen weiß ich, dass ich besonders bin. Ich versuche es. Ich zünde die Wurzel an. Ich atme den Rauch ein und er brennt in der Lunge. Keine Luft füllt meine Lungen, nur Feuer. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, kann ich nicht schreien. Ich lasse mein Leben mit einem beschämten Wimmern hinter mir. Fragen, warum sie so etwas riskiert hat, wenn sie die Gefahren kannte. Der Geist blickt dich voll bedauernd an. Es ist schwer, von derartigen Kräften zu hören und sie nicht selbst zu begehren. Ich belüge mich und überzeuge mich selbst davon, ich sei besonders. Aber ich bin nicht besonders. Ich bin tot. Tja. So kann's sein, ne? Mhm. Ich muss mal wieder ab. Hast du Fane mal wieder vergessen, Schatz? Ja, ich habe Lose auch vergessen. Fällt mir gerade auf. Löschen, komm. Komm, Beifuß. Oh, ist klar. So. Mann, der ist ja schlimmer wie der Rattenfänger von Hamel, ne? Der Huhn. Ein Eichhörnchen. Eine tote Katze. Ein Killerhörnchen. Surrounded by incompetence. Let it be known henceforth. Alle Untertanen hier und überall, lasst euch kundtun, das kundtun lesen, dass die Tod und Feref gebliebene Alexander, was ist das für ein Name? Bischof Def Göttlichkeiten heimtückisch erschlagen von bösen Quellenmagiern. Also, Dienste der niederträchtigen Echsen des Alten Reichs und auf Drängeln und mit Hilfe des verräterischen Zwergenreiches der göttliche Orden von Lucien fortan von den getreuesten Ratgeberinnen seines Sohnes geführt wird. Dallas, Hammer des Göttlichen, Retterin der Quellenmagier und neue Erlöserin des Volkes von Rivellon. Der Hammer erhält Beistand von ihren getreuesten. Oh Mann, was ist das für eine Übersetzung? Ratgebern. Gepriesen sei der Hammer, siebenfach gesegnet. Das kann ja nicht gut ausgehen. Welcher Fischmesser? Kannst du tun, nur. Das sind halt ein paar mehr hier, ne? Und du solltest vorher speichern. Oh, noch speichern. Sag mal so, wenn du sowas machen willst, vorher immer speichern. Wie bei dem Hund? Ja. Ich fand's recht amüsant bei der Reaktion. Ja, trotzdem. Meister Kava. Oh Mann, ey. Der Magister schreckt auf, als er mitbekommt, dass ein Fremder anwesend ist. Was du willst, Dwarf? Was wollt ihr, Zwerg? Ihr könnt hier nicht einfach so reinkommen. Es sind Magister verschwunden und ich versuche gerade eine verdammte Ermittlung durchzuführen. Brumm, dass du bezweifelst, dass er eine Ermittlung durchführen würde, wenn irgendwelche Zwerge verschwunden wären.
Natürlich nicht. Was haben die verdammten Zwerge denn irgendwann schon mal Gutes getan? Und jetzt antwortet mir, warum seid ihr hier? Sag, dass du jemanden in der Stadt treffen wolltest. Du scheinst im falschen Gebäude zu sein. Bitte Schultern zucken und sagen, dass du neu in Treibholz bist und dich einfach nur verlaufen hast, Edelmann. Ihm sagen, dass du gewohnt bist, sich nach Belieben bewegen zu können und dass du nicht vorhast, das wegen ihm zu ändern. Ja, das nehme ich mir. Ihr könnt die Fehler auch zweimal umkreisen. Hauptsache ist, ihr behindert meine Untersuchungen. Je nach seiner Ermittlung fragen, hat er einen Flüchtigen erwähnt? Ja, ein niederträchtiger kleiner Tüftler namens Higba. Drei meiner Magister sind in letzter Zeit verschwunden. Direkt hier aus Treibholz. Alles deutet darauf hin, dass Higba dafür verantwortlich ist. Fragen, ob es eine Belohnung für die Ergreifung des Flüchtigen gibt? Laut überlegen, was ihn so sicher macht, dass er den richtigen Verdächtigen hat? Anmerken, dass dieser Verdächtige ziemlich furchteinflößend sein muss, wenn er die Magister selbst bezwungen hat. Wohl kaum. Dem Vernehmen nach scheint er ein ganz normaler, geldraffender Niemand zu sein. Er muss meine Magister unvorbereitet erwischt haben. Das ist die einzige Erklärung. Das ist egal. Er wird so oder so Gerechtigkeit erfahren. Wenn ihr diesen Hund seht, sagt es sofort mir oder meinen Männern, verstanden? Vielleicht könnte sogar eine Belohnung für euch herausspringen. Das Thema der verschwundenen Magister ansprechen? Und? Wisst ihr etwas? Zugeben, dass du gerade nichts zu berichten hast. Dann hört auf, meine Zeit zu vergeuden. Noch ein Auftrag, ey. Meine Güte, noch eins. Ja, hier sind sehr, sehr viele. Ich muss zuerst mal deine Kinder gehen. Der Beobachter, der Beobachter. Ich darf echt nichts anfassen. Nope, nicht so lange wie die leben. Wenn man sie tötet, kann man dann unten alles einsammeln. Mhm. Ein Geist befindet sich in der Nähe. Geister halten sich dort auf, wo sie noch etwas zu erledigen haben. Wirke regelmäßig Geisteransicht. Hä? Ich habe Geisteransicht genutzt. Ich denke mal, weil wir Magie angewendet haben. Ja, sorry. Oi. Ja, du wolltest ihn doch eher ins Maul hauen. Oi. Die Augen verfehlt. Drecksack. Ja, verkrüppel ihn. Nochmal verfehlt? Ernsthaft? Aber hast du was mit dem Auge? Anscheinend. Ich glaube, ich bin zu müde. Da sollten wir mal Schläferchen machen, ha? Boah, alle sind verschockiert. Meine Fresse noch eins. Oh, was war das denn? Strahl der Macht. Hey, der Gefahr. Ja, die hauen gut zu. Schützt dich und greifen Gegner, die sich nähern, sofort an. Oh, interessant. Jetzt stehe ich aber volle Kanne im Weg dabei. Scheiß was drauf. Was brutzeln, Digga. Ja, das Ding ist böse.
Wieso treffe ich die denn nicht? Keine Ahnung. Du machst nicht diese Runde. Hätte es ruhig noch ein bisschen weiterlaufen lassen können. Ich habe aber auch verfehlt. Ich glaube, das liegt an der Geistersicht. Naja, aber du kannst halt nur Geister sehen, wenn nicht. Fett. Ich finde das nicht nett. Das war ein guter Wurf. Definitiv. Hätte ich echt nicht gedacht. Das war so das Tüpfelchen auf dem I. Oh, jetzt haben wir nur noch Mr. Echse hier. Bei der wird ja Pipifax jetzt nur noch sein. Wieder verfehlt. Oh, Faye! Mal wieder dran. Ach, der ist ja jetzt auch schon hin. Ja, den habe ich irgendwie leicht eingefrisst. Das hat er nicht verkraftet. Das hat der nicht verkraftet. Ja, aber wollte ich ihn doch eigentlich nur festhalten. Was? Herr Lora, ist es niedergeschlagen? Meine Güte, noch eins. Was? Da hinten ist der. Um Sülzen.
Ich nehm mal deine Leiche. Langer Zweig. The spirit of an emaciated prisoner is staring down at his own corpse. He shakes his head and lets out an exasperated sigh. Der Geist eines ausgemergelten Gefangenen betrachtet seine eigene Leiche. Er schüttelt den Geisterkopf und seufzt verdrosselt. Ich glaub, von allen blöden Todesarten. Tja, beim Masturbieren draufgegangen. Einmal zu oft gewedelt. Den Geist fragen, ob er einen Weg hier hinaus weiß. Ihn fragen, was ihm zugestoßen ist. Es war ein dummer Unfall. Ich habe etwas Gift genommen, um halbtot zu wirken. Ich wollte, dass sie mich zu einem Heiler bringen, damit ich eine Fluchtmöglichkeit kriege. Ich muss zu viel von dem Zeug erwischt haben. Jedenfalls war ich ganz statt halbtot. Die Bastarde haben nicht mal meine Leiche weggeräumt. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Okay, mal gucken, ob er irgendwie einen anderen Fluchtweg kennt. Am besten lassen wir dieses Geheimnis für jemanden übrig, der es braucht. Ihr könnt ja jederzeit hier rausspazieren. Wer weiß, wie lange noch. Ja. Wobei, Aufpasser gibt's hier unten ja nicht mehr. Ja. Laut überlegen, was er verbrochen hat, dass er hier gelandet ist. Der Geist wirft dir einen finsteren Blick zu. Ich habe nichts getan. Ey, verärgert mich, das rufe ich die Ghostbusters. Jedenfalls nicht das, was mir zu Last gelegt wurde. Es war ein Justizirrtum. Ja, nee, ist klar. Dein Mitgefühl ausdrücken und bestätigen, dass sich das nach Ungerechtigkeit anhört. Das ist verdammt freundlich ausgedrückt. Niemand hat es verdient, in einem Loch wie diesen zu verrotten. Dich verabschieden. Toll. Das war's dann hier, oder was? Da noch. Dann schließ doch vorher auf. Ich hab doch die Schlüssel. Alles über Ruhe und Ruhe. Bane mag ja trinken, sucht Eier. Ordus Zwerg, mutmaßlich Verbindung zu Zwergenverbrechern. Rüker Elf, bekannte Partner des Einsamen. Wölfe, Hanak, Echse. Ah ja, das sind diese ganzen, die wir da suchen müssen. Mhm. Gut, dann habe ich hier alles. Ja, dann können wir dieses Loch hier wieder verlassen. Oh. Can't talk now. Da war eine Bohle. I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Ist der Luftschlag? Der echt nur Scheiße. Mama's got his dossier on the sorcerers. Tja, die guten Sachen haben sie anscheinend woanders versteckt. All I need to do is watch. Physisch? Scheiße. I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep. Aber ganz ehrlich, glaube ich, mache erstmal für heute viel Feierabend. Ja, dann machen wir das. Gut, Schatz, das hat wieder super Spaß gemacht. Mhm. Ah, du das lest, das nervt.
Das ist bei dem Spiel halt leider so. Ja, aber hey, trotzdem macht Spaß. Das ist sehr schön. Von daher machen wir erstmal für heute Feierabend. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Danke nochmal fürs Mitmachen, Schatz. Gerne. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. I'm on a break now, Yvette. You better not.